Herzlich willkommen zu einem weiteren Astro-Video und heute schauen wir uns Weihnachten 2022 an. Es gibt da einige spannende Konstellationen und zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist eigentlich an diesem heiligen Abend alles drinnen und ich möchte dir in diesem Video so ein bisschen das Rüstzeug geben für den Heiligabend, egal ob du ihn mit deiner Familie verbringst oder auch alleine. Einfach nur, dass du mal eine Idee hast, was sich da am 24.12.2022 mundan so abspielt. Und das ist wirklich einiges. Übrigens, wenn du nächste Woche wieder einschaltest am Freitag, dann mache ich ein Video über den Neumond. Und der findet am 23.12. statt und der definiert ja dann so quasi, wie der Jänner wird. Und das Spannende ist, nachdem das ja zwei Tageshoroskope unter Anführungszeichen sind, wenn du die dann mal vergleichst, wirst du merken, wie unterschiedlich und noch einmal wie präzise Astrologie eigentlich ist und wie sehr sich diese Konstellationen auch ändern können. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Weihnachtsbaum abbrennt oder was sich so alles tut. Wir haben am 24. Wir haben die Sonne im Steinbock stehen. Natürlich, wir haben Steinbockzeit ab dem 21.12. Und auch der Mond steht noch im Steinbock. Also da findet ja auch dann der Neumond quasi im Steinbock statt. So viel sei mal verraten. Und du siehst schon auf dem Horoskop, wir haben da im Steinbock eine Anballung, eine Ballung eigentlich vom Planeten. Wir haben da die Sonne stehen, die Venus stehen, den Mond stehen, den Merkur stehen, den Pluto stehen. Und das ist schon einmal ein schönes Planetenbündel, würde ich mal sagen. Steinbock, da geht es ja immer um Regeln, da geht es um Gesetze, da geht es um Grenzen und natürlich auch Regeln, die für alle geltend werden. Also das ist ja immer so dieses Rechtszeichen, ne? Also so dieser Ausdruck einer Rechtsstaatlichkeit, Verkehrsregeln zum Beispiel, der Richter, der Staatsanwalt, das wären so Bilder für den Steinbock. Heißt aber jetzt nicht, dass die Polizei kommt an Heiligabend, sondern nur, dass du mal eine Idee hast. Also Steinbock ist ja eher ein karges Zeichen und läutet natürlich auch den Winter ein. Wir sehen es draußen in der Natur und da spielt sich halt einiges ab. Fangen wir mal mit den interessanteren Konstellationen an. Wir haben ein Sonne-Quadrat Jupiter. Jupiter ist gerade am Wechsel in das Widderzeichen und der strahlt so auf die Sonne ein. Und in einem Quadratabstand. Das heißt, naja, übertreib's bitte nicht. Also Jupiter ist ja der Planet der Fülle, da lässt man es sich gut gehen. Also da ist natürlich chronische Überessensgefahren Heiligabend gegeben, aber auch von der Energie her dieses Übertreiben. Also nicht vielleicht zu missionarisch zu sein, da deine Gedanken groß zu teilen. Irgendwie die Kirche einfach mal im Dorf lassen. Also nicht übertreiben, nicht alles gleich so groß rausposaunen, sondern eher dich ein bisschen eindämpfen. Auch wenn du das Gefühl hast, ja, da gehört jetzt mal was gesagt oder da sind jetzt mal so Regeln angesagt und du sagst mal, wo es lang geht. Also bremst dich da einfach ein bisschen ein, sowohl im Essen her natürlich, also nicht über Essen, als auch dann bitte in der Argumentation, in deiner Mitteilung auch. Und glaube nicht, dass du jetzt die Weisheit so quasi ja, verinnerlicht hast oder die Erkenntnis hast. Also geh einfach dahin, dass du sagst, jeder hat seine Wirklichkeit, du hast deine Wirklichkeit und keine Wirklichkeit ist besser als eine andere. Also niemand hat jetzt die ultimative Wahrheit da jetzt gepachtet. Das ist übrigens eine Regel, die würde ich dir an diesem Heiligabend sehr ans Herz legen. Das heißt, nimm dich eher zurück, erwarte nicht zu viel und bleib bei dir. Denn sonst kann die Sache sehr leicht aus dem Ruder geraten, wie wir dann gleich sehen werden. Die weitere Konstellation, die wir haben, ist mit dem Mond. Und der steht in der Konjunktion. Der hat drei Konjunktionen drauf und das wird jetzt eben sehr spannend. Also der Mond, unser seelisches, unser Innenleben, das, was du fühlst, dein Bauchgefühl, ja, hat drei Konjunktionen drauf. Also wenn du dir das anschaust, es ist die Konjunktion zu Merkur, zu Venus und dann noch zu Pluto. Gefühl plus Merkur ist einfach Kommunikation über die Gefühle und dann auch im Steinbock eben noch einmal
was ich finde, was sich gehört. Also das sind ja so klassische, ich würde mal sagen, so Eltern-Großeltern-Gespräche. Eigentlich gehört sich dieses, eigentlich gehört sich jenes. Und da einfach ein bisschen aufpassen und auch nicht zu gekränkt reagieren, wenn jemand einmal mit Gefühlen kommt, ich fühle mich zu wenig beachtet oder sonst etwas. Also diese Gespräche, diese großen Themen würde ich eher auf einen anderen Tag verschieben. Nämlich auch aus dem Punkt her, weil es da mit dem Steinbock natürlich und Merkur auch ein bisschen so um dieses Prinzipienreiten, noch einmal, wer hat Recht? Wer hat denn jetzt die Wahrheit? Weil es da so ums Eingemachte geht. Und wenn das zu stur wird, dann ist da ein großes Eskalationspotenzial vorhanden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Mond, Venus, man ist weich, man fühlt sich vielleicht auch wohl im Kreise der Familie, man spürt eine Wärme, eine Nähe, einen Zusammenhalt, trotz aller Kargheit, aller Krisen im Außen, wo man dann eben merkt, wir halten zusammen und es ist schön, sich mit den Lieben zu umgeben. Das ist eben auch so mit der Venus und wo man eben auch sehr schöne partnerschaftliche Gespräche führen kann. Also wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner zu zweit bist oder dann eine ruhige Stunde hast, dann ist das auch eine gute Zeit, da schöne Gespräche zu führen. Auch einmal so intime Gespräche zu führen, dich wieder zu beziehen. Ein intimes Gespräch ist ja nicht ein Gespräch über die Wirtschaft, oder über das, was man tut, oder wie es in der Arbeit war, oder was zu erledigen ist, sondern ein intimes Gespräch ist ja natürlich, das ist das sich gegenseitig öffnen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute? Dass man sich wirklich auf den Partner, die Partnerin auch bezieht. Und das ist da eine gute Zeit mit dieser Konstellation Mond, Venus. Und der Merkur ist eben auch dabei. Aber, oder und, sagen wir nicht aber, sagen wir und, wir haben auch eine Mondkonjunktion Pluto. Jetzt werde ich das mal ganz so nett wie möglich deuten. Auf der einen Seite kann man sagen, ich habe eine gute Durchhaltekraft emotional und ich habe da eigentlich mehr Geduld als erwartet. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, mit Pluto auch ohnmächtig den Gefühlen gegenüberstehen oder auch ohnmächtig Familienmitgliedern gegenüberstehen. Das heißt, da schau auch einfach wieder, also da geht es ja um Pluto Steinbock, ist ja auch so ein bisschen diese Dominanz. Ne? Das sind ja auch so diese Regeln, die aufgestellt werden. Also bleib da bei dir. Lass das Außen nicht zu sehr in dich reinkommen. Lass dich nicht auf irgendwelche Machtspiele ein in der Kommunikation. Das ist natürlich eine Streiterei, eine Rechthaberei mit Merkur, Pluto, die ja da auch eine Konjunktion haben, kann es da durchaus zu so Streitereien, Streitgesprächen kommen. Und da würde ich dich wirklich dazu einladen, bleib bitte bei dir und beharre nicht darauf, Recht zu haben. Es geht jetzt nicht darum, da Recht zu haben. Also das alte Sprichwort, das ich so gerne sage, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Dann bitte wähle heute, also zumindest an diesem Heiligabend, an Weihnachten, das Glücklichsein, das Zufriedensein, das dich zurücknehmen, denn da kommt nur Verbissenheit und Sturheit raus, da gibt es keine Gewinner. Und das würde dir nur den Abend versauen unter diesen Konstellationen. Also wie gesagt, Pluto, Merkur, Venus, Merkur, Venus, Pluto. Wir haben da also eine sehr starke Anballung, also im Steinbockzeichen. Und was jetzt noch dazu kommt, und das macht es ja wieder ein bisschen leichter, die ganze Geschichte, wir haben ein Merkur-Sextil zu Neptun und Neptun ist ja noch im Fischezeichen. Das heißt, es kann auch sein, dass man intuitiv das Richtige sagt oder intuitiv auch einmal was Schönes sagt. Und da geht es noch einmal darum, den inneren Zensor einzuschalten, also nicht jetzt intuitiv irgendetwas Negatives sagen oder irgendwen vor den Karren fahren, sondern wirklich sprich mal ein Lob aus oder wie sich wer bemüht hat. Also eine sanfte Kommunikation, eine intuitive Kommunikation ist da auch möglich und würde ich auch sehr stark empfehlen. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall an diesem Tag. Ja, wie gesagt, wir haben dann auch noch auf der Venus ein Trigon zu Uranus, also Uranus im Stier auf die Venus hin. Das heißt für mich jetzt so auch der Wandel,
die Transformation im Heim, also es kann sich was tun, es kann sich was bewegen, es kann sich in deinem Familiensystem was bewegen, natürlich aus, also Revier, also aus dem eigenen Heim raus, aus dem Stier raus, da ist ja so eine Transformation, da ist was anders, vielleicht ändert ihr etwas im Geschenkverhalten, ja. Vielleicht habt ihr entschlossen, okay, wir kommen nur so zusammen, wir schenken uns nichts, weil wir uns ein bisschen einschränken auf die positive Art und Weise. Also das kann durchaus sein, dass das dann gut wirkt oder wenn man sich solche Dinge auch ausmacht in diesen Zeiten, dann ja, würde ich sagen, das wirkt da sehr gut drauf. Wir haben noch ein 1,5 Quadrat Pluto Mars und der Mars ist ja im Zwilling und das ist jetzt so die letzte ein bisschen spannende Konstellation noch einmal dazu. Also Mars Pluto ist ja so, schon so dieses Jähzornige auch, das kann ja auch so diese Aggression sein, die Gewalt sein. Mars steht im Zwilling, also über die Kommunikation, bitte bei Streiten, der Klügere gibt nach, der Dumme fällt den Bach. Jetzt sage ich die nächste Weisheit, die mich schon ewig begleitet. Aber bitte lass dich nicht auf Streitereien ein, lass dich nicht auf Prinzipienreitereien ein. Da ist einfach eine explosive Stimmung da an diesem 24. Also da kann ich mir auch durchaus so Demonstrationen oder was vorstellen, so im Außen auch, dass man da was hört oder erlebt. Aber im Inneren heißt es einfach, schau, dass du einen schönen Abend vollbringst, dass du nicht so sehr auf Prinzipien herumreitest. Wenn jemand, werde nicht gleich defensiv, versuch nicht gleich irgendwie zu aggressiv zu sein, sondern bleib in deiner Mitte, atme tief durch und schau, dass du es so weit wie möglich genießen kannst. Denn wie gesagt, wir haben da eine sehr starke Anballung, gerade an Emotionen, an Kommunikation. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch partnerschaftlich wunderbar romantisch sein, sehr, sehr erotisch kann es da auch zugehen. Und wenn man sich die Zeit auch nimmt, dann auch für Intimität an diesem Abend. Also das ist durchaus, da ist viel Potenzial da an diesem 24. Und nicht alles ist ja jetzt so, so tragisch. Aber wie gesagt, über diese Kommunikation, über diese Prinzipienreiterei, dieses Feststecken, da bitte nimm dich in Acht und dann wirst du einen coolen, tollen Heiligabend verbringen, davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, nächste Woche mache ich das Neumond-Horoskop, das spielt sich dann am 23.11. ab und da wirst du sehen, wie anders da die Konstellationen sind. Das ist ganz spannend. Also dieser 24., denke ich, ist schon ein besonderer Abend. Ja, so weit, so gut, dann haben wir es geschafft und ich danke dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich möchte jetzt noch mal hinweisen, nächstes Jahr startet eine Ausbildung wieder bei mir, eine mediale Ausbildung. Da sind alle Infos auf meiner Homepage, schau mal nach, also Ausbildung Mediale Energetik. Und ich werde auch wieder Astro mehr machen und auch einen Astro-Kurs mal anbieten. Aber wie gesagt, Ausbildung Mediale Energetik, schau dir das mal an, würde mich freuen, vielleicht bist du ja nächstes Jahr dabei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Alles Gute, tschüss.